Schnack, Schnuck. Ja. Hey. Hallo, ihr zwei. Es lieb, dass du uns fährst. Das mache ich doch gerne. Du schaust aus. Richtig toll. Ach, das Kleid ist uralt. Na, es ist nicht das Kleid. Ich meine, das Kleid ist toll, sondern... Aber du hast schon schönere gesehen. Und mich an dir. Okay, ich nehme das mal als Kompliment. Ach, der Charmeur in mir ist wohl ein bisschen eingerostet. Es soll übrigens richtig schlechtes Wetter geben. Was sei Programm? Ach, nur eine kleine Diashow. Und dann singe ich ein Lied, zu dem ich einen neuen Text gedichtet habe. Was für ein Lied? Every girl ever ducks, denkt der Berg, la 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 la. Das kenne ich. Aus Deutschland. Echt? Mhm. Sing mal. Früh toll zu Berge, wir ziehen, fallera. Den Rest habe ich vergessen, fallera. Was für einen Text hast du gemacht? Ach, nur ein bisschen was gereimt. Mehr nicht. Ich wollte meinen Großeltern nur zeigen, wie wichtig sie für mich sind. Welche Hochzeitszeit ist es eigentlich? Die Diamantene? Nein, die Eiserne. Sie sind jetzt 65 Jahre verheiratet. Und immer noch glücklich. Verrätst du mir ihr Geheimnis? Sie lieben sich. So einfach ist das. So einfach? Ihr wollt aber nicht draußen feiern, oder? Und Sie sind Robert? Ja. Lernen wir Sie endlich kennen. Kommen Sie rein. Sie bleiben doch bestimmt. Nein, ich muss zurück, wirklich. Ich habe meinem Sohn ein deutsches Wochenende versprochen. Er interessiert sich. Stimmt ja, Sie kommen aus Deutschland. Sie sollten sich mit meiner Mama unterhalten. Ja. Sie spricht immer noch sehr gut Deutsch. Die alte Schule, wissen Sie? Komm. Nein, ich... Doch, bitte. Nur ganz kurz. Du musst Oma und Opa wenigstens gratulieren. Ja. Sie können nicht mehr zur Insel rüberfahren. Machen Sie Witze? Sie können nicht weiterfahren. Sie müssen umkehren. Der Damm kann jede Sekunde brechen. Sie haben es ja gehört. Ich kann Sie nicht mehr rüberbringen. Der Damm bricht. Kommen Sie. Ich zahle auch gut. Und was ist mit meinem Verdienstausfall, wenn ich von der Insel nicht mehr wegkomme? Wer zahlt mir das? Das macht dann 423 Kronen. Ich finde, er sieht gut aus. Und er mag dich. Sehr sogar. Mama, er ist verheiratet. Und das ist mein Sohn Hjalmar. Ja. Er wird endlich Papa. Mit 60 Jahren. Oh. Alles, was ich brauche, ist doch hier. Ich muss los. Ich wünsche Ihnen eine schöne Feier. Emma, wenn du morgen einen Fahrer brauchst, ciao. Ciao. Den braucht sie bestimmt. Der Damm ist weggebrochen. Wo wollen Sie denn hin? Minerva. Ich fahre Sie hin. Sicher? Sie werden Ihren Spaß haben. Gunnar, der schönste Mann im Dorf, fallera. Traf einst auf Gunilla seine Braut, fallera. Wir sind eure Gäste, wir lieben eure Feste, wir kommen zu eurem Hochzeitstag. Wir sind eure Gäste, wir lieben eure Feste, wir kommen zu eurem Hochzeitstag. Mein Gott, wie romantisch. Und so völlig verlogen.
Und danach begann euer Glück, Fallera. Schon 65 Jahre hält es an, Fallera. Ihr seid jetzt alt und kluge, das Glück ist noch am Zuge. Ihr liebt euch noch wie am ersten Hochzeitstag. Ihr seid jetzt alt und kluge, das Glück ist noch am Zuge. Ihr liebt euch noch wie am ersten Hochzeitstag. Lüge, Emma. Ein Leben voller Lüge. Hör bitte auf damit. Beruhige dich. Komm. Ich schlage vor, wir lassen uns nicht den Tag von Elin verderben. Wir kennen ja alle unsere Elin. Lass mich los! Die immer gern im Mittelpunkt stehen will und immer ein bisschen zu viel getrunken hat. Das ist leider nichts Neues. Spiel weiter, mein Sohn. Ich bin... trocken. Ich lasse mich nicht mehr volllaufen. Den Gefallen tue ich euch nicht. Jetzt muss endlich die Wahrheit auf den Tisch. Jetzt raus hier. Raus mit dir, sofort. Hey, Papa, stopp. Was willst du denn sagen? Dass Marit nicht deine Mama ist und Lasse nicht dein Papa. Was sagst du denn da? Weil ich deine Mama bin, Emma. Aha. Wovon redest du? Sag, dass das nicht wahr ist. Doch. Es ist wahr, Emma. Du bist ja verrückt. Was fällt dir eigentlich ein? Weglaufen ist keine Lösung, Emma. Emma, du bleibst hier. Wir machen weiter. Du, setz dich hin. Das war erst der Anfang. Lasse, meine Arzttasche. Komm, Papa, ganz langsam. Komm, Papa. Aber es musste sein, Hjalmar. Es muss doch endlich ein Ende haben. Halt den Mund. Seine Zuckerwerte? Spritzt er regelmäßig? Nimmt er seine Herztabletten? Ich weiß nicht. Es ist ein schwerer Infarkt. Ruf die 110 an. Puh, was für ein Auftritt. Jetzt verstehe ich, warum alle immer so komisch sind, wenn sie von ihr reden. Hier, Elin, deine Tante. Du hast mir nie von ihr erzählt. Ich habe sie ja auch nur ein paar Mal gesehen. Ja. Emma! Emma, es ist so furchtbar, dass du es so hörst. Es tut mir so leid. Das heißt, das stimmt, was sie sagt? Ihr habt mich die ganze Zeit angelogen? Nein, wir haben dich nicht angelogen. Dann ist sie gar nicht meine Mutter. Doch, Emma, es ist wahr. Ihr habt mich angelogen? Nein. Mein Leben lang. Was hätten wir denn sagen sollen? Dass deine Mutter eine Schlampe ist und lieber trinkt, als die Verantwortung für ihr Baby zu übernehmen? Jede Wahrheit ist besser als eine Lüge. Wann hätten wir es denn erzählen sollen, als du 2, 6 oder 10 warst? Ab wann erträgt ein Kind eine solche Wahrheit? Ich bin 35. Ich bin erwachsen. Ich bin selber Mama. Und ihr entscheidet für mich, dass ich die Wahrheit nicht ertrage? Emma. Emma. Wir haben nur versucht, ihr gute Eltern zu sein. Und da drin, da spürst du doch, wer deine Mama ist.
So kann der Helikopter nicht starten. Emma? Ich habe noch nicht mal flüssiges Aspirin dabei. Wo ist Kaspar? Er ist in der Küche und trinkt was. Wenn er nicht ins Krankenhaus kommt, stirbt mein Vater. Was ist denn mit Opa? Ich glaube, er... Gunnar ist tot. Kam ja wie bestellt. Mir leid. Ich würde Ihnen gerne eine nettere Familie vorführen, aber so ist es nun mal. Ich kann noch nicht sagen, wann ich hier wieder wegkomme, Niklas. Kein Problem. Ich passe auf wieder auf. Ich brauche keinen Aufpasser. Papa, wenn du bis morgen noch nicht hier bist, kann ich dann auch ohne dich zur Öffnung vom Museum? Ja, na klar. Gut. Tschüss. Danke fürs ins Bett bringen. Soll ich ihn in dein Zimmer hochtragen? Nein, ich glaube, es ist besser, wir lassen ihn hier liegen. Erstmal, okay. Emma, dein Großvater, ihr solltet ihn irgendwo in der Kühle aufbahren. Es kann dauern, bis der Leichenbeschauer kommen kann. Aber ich habe schon einen Totenschein ausgestellt. Das geht nicht, Sie sind doch mit ihm verwandt. Da muss ein offizieller Leichenbeschauer kommen. Warum? So sind die Vorschriften. Aber wenn dein Freund so ein Korinthenkacker ist, dann bitte sehr. Zahlt ja alles der Staat. Ich rede mit meinem Papa wegen der Aufbahrung. Ja. Mein Papa. Wer ist es? Nur immer etwas sagen. Mir nicht. Ich trauere, du störst mich. Wir müssen reden. Komm nachher zu mir.
rufen wieder an, wenn es wichtig ist. Ja? Thomas, ich bin auf Lillehin. Wir sitzen hier fest, der Damm ist gebrochen. Wir haben hier einen Toten. Mord? Reines Bauchgefühl. Ich möchte, dass Eva sich den Toten ansieht. Schick einen Helikopter, sobald er fliegen kann, ja? Gut, jetzt kannst du wieder hinlegen. Mach ich. Warum hast du uns so? Du hast ihn umgebracht mit deinem Auftritt. Vorsicht, Emma. Du übernimmst ihre Muster. Elin ist die Böse und alle anderen sind die Guten. Aber das stimmt nicht. Ach, das stimmt nicht? Du hast mich doch weggegeben. Ich hatte meine Gründe. Ich werde es dir erklären. Ich möchte, dass du mir zuhörst. Oh. Ich will dir aber nicht zuhören. Eine Mutter, die ihr Kind weggibt. Allein die Vorstellung würde mich umbringen. Ich habe mich auch fast umgebracht mit meinen Drogen. Soll ich jetzt Mitleid mit dir haben? Nein. Aber setz dich bitte und hör mir einfach mal zu. Ich war 16. Jung. Gierig auf Leben. Natürlich hatte ich Angst davor, hier eingesperrt zu sein, in einem Haus, in dem ich mich nicht wohlfühlt. Und mit einem Baby, das einen ununterbrochen braucht. Wir sind eine tolle Familie. Du hättest Hilfe bekommen, wenn du nur gewollt hättest. Von Oma und Opa und deinem Bruder Hjalmar. Hjalmar war auch für die Adoption, da täuschte ich mal nicht. Und Mama und Papa? Die waren nur daran interessiert, ein Baby zu bekommen. Lasse hatte Mumps, er war nicht mehr zeugungsfähig. Nein, das glaube ich nicht. Sie waren ganz tolle Eltern. Deswegen hatte ich auch zugestimmt. Und du? Danke. Du platzt hier einfach so rein. Und machst mein Leben kaputt. Und Opa stirbt. Bleib. Ich muss dir noch was Wichtiges sagen. Es geht dabei nicht nur um dich und mich. Weißt du was? Ich bin keine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt. Ich habe Beweise. Komm hoch zu mir und sieh selbst. Emma, Kaspar weint. Ich wusste nicht, wie ich es jetzt machen soll, ob du immer noch willst, dass... Zieh ihm schnell das Bett hin. Nein, nein, vielen Dank, das geht schon.
Hat Ida keine Lust mitzugehen? Ida bestimmt nicht. Papa, wann ist Opas Mutter geboren und wo? Oma Gertrud kam aus Kiel in Schleswig-Holstein. Auch wann geboren? Das muss so um 1900 gewesen sein. Ich rufe dich später nochmal, Niklas, ja? Tschüss. Entschuldigung, aber meine Kinder sind allein zu Hause. Gibst du mir mal Kaspers Teller? Hat jemand meine Mutter geweckt? Ich kann gehen. Nein, ich gehe. Ja, okay. Dann holen wir beide mal deine neue Oma. Ich gehe. Joghurt? Ja. Kannst du mal kommen? Ich glaube, Elin hat es wieder versucht. Und diesmal. Tabletten. Wie im Leben sollen sterben. Du sollst nicht so über sie reden, Lasse. Diesmal hat es geklappt. Arme Elin. Nichts berühren. Nichts anfassen. Es ist Selbstmord, glauben Sie mir. Sie hat im Laufe der Jahre mehrmals versucht, sich umzubringen. Ich will einfach ausschließen, dass es sich um Fremdverschulden handelt. Ich will trotzdem, dass wir sie nach draußen bringen. Der Gestank ist ja unerträglich. Bitte nichts berühren. Ich bin bereit, dass wir sie rausbringen, sobald ich hier fertig bin. Es gibt eine zweite Tote. Ich brauche euch jetzt wirklich dringend hier. Ich habe eine Ginflasche, aus der die Tote getrunken haben muss. Da sind weiße Pulverspuren zu sehen. Wir müssen ausgehen, was es ist. Außerdem kann ich das Handy der Toten nicht finden. Es sind zu viele Ungereimtheiten. Wann kommt ihr denn? Ja, ja, Robert. Am Samstag gearbeitet. Und der Helikopter darf nicht starten. Also ich guck einfach mal, was mit deinem Boot geht, ja? Ja gut, aber beeilt euch. Haben Sie denn die Freigabe durch den Staatsanwalt? Nein, noch nicht, aber die Verdachtsmomente sind sehr, sehr stark. Tut mir leid, aber ohne Freigabe durch den Staatsanwalt darf ich nichts sagen. Wiederhören. Elin Vinave? Selbstmord? Die Polizei vermutet Mord. Heilige Scheiße.
Traurig. Ja. Aber ich hab ja dich. Hier, versuch den mal draufzusetzen. Du siehst müde aus. Es ist ein Albtraum. Sie kommt hierher, zerstört mein Leben. Besäuft sich und... lässt mich mit 1000 Fragen zurück. Kriegst du den auch noch drauf? Mama, ich muss Bischi. Lauf schon mal vor, ich komme dann gleich nach. Elin ist nicht einfach so gestorben. Ich glaube, es war Mord. Es gibt ganz klare Indizien und zwei Todesfälle in so kurzer Zeit, das kann kein Zufall sein. Was? Nein. Warum sollte jemand so etwas tun? Und wer? Fast jeder hier hätte seine Gründe. Deine Mutter, also Marit, fürchtet die Konkurrenz, will dich und den Kleinen nicht verlieren? Dein Vater dasselbe? Dazu generell das Motiv Erbe. Ach. Hjalmar hat sehr viel Geld, der braucht wirklich keins. Ich dagegen, ich brauche Geld. Mein Auto ist kaputt, mein Konto ist leer. Ich hätte ein super Motiv. Emma, ich fühle mich da auch nicht wohl in meiner Haut. Ich tauche als Gast auf und muss dann plötzlich den Kommissar rauskehren. Aber je eher wir Klarheit haben, umso besser. Hilf mir. Schreib mir auf, wo du gestern ab 20 Uhr warst. Gerechtigkeitshalber. Du warst doch gestern noch mit Elin in der Küche. Ihr habt gesprochen. Worüber? Ich wollte wissen, warum sie mich weggegeben hat. Und was hat sie gesagt? Dass sie überfordert war... und dass sie alles beweisen kann. Was beweisen? Keine Ahnung. Für irgendetwas hatte sie Beweise und ich sollte hochkommen, wenn ich sie sehen wollte. Ich habe aber nichts gefunden, was ein Beweis sein könnte. Für was auch immer. Und ihr Handy habe ich auch nicht gefunden. Sie hat ein Handy, ganz sicher. Sie hat eine SMS bekommen. Es ist wohl verschwunden. Deshalb glaube ich auch nicht an den Selbstmord. Fertig! Ich komme! Keine Ahnung. Das hier ist alles so unfassbar. Aus meiner Familie war es jedenfalls keiner. Emma, warte. Als Elin die Bombe platzen ließ, weißt du noch, was sie genau gesagt hat? Mama, ich bin fertig. Thank you.
Zuerst sagte sie, lüge immer. Ein Leben voller Lüge war's. Und dann sagte sie, dass sie trocken sei. Dass sie den anderen nicht mehr den Gefallen tun würde, zu saufen. Als wären die schuld an allem. Nach Gunnars Tod hat sie gesagt, das kam ihr jetzt günstig. Und als ihr in seinem Zimmer wart und sie sich ausgeschlossen fühlte, sagte sie, ich hole mir mein Erbe. So oder so. In der Küche hat sie dann gesagt, ich muss dir noch mehr erzählen. Es geht nicht nur um dich und mich. Mein Bauchgefühl sagt mir, in beiden Fällen hat jemand nachgeholfen. Auch bei Gunnar? Gibt's noch mehr zu deinem Bauch? Motive? Und eine Beobachtung. Das Kissen mit den Schlieren. Es sieht mir nach Schminke aus und der Tote war geschminkt auf der Nase. Der Abdruck passt dazu. Da, wo man ihm das Kissen auf das Gesicht gedrückt hat, gibt es Schminkspuren. Überzeug mich noch nicht. Was haben wir zur zweiten Toten? Gunilla scheint die letzte gewesen zu sein, die Elin lebend gesehen hat. Gegen 23.15 Uhr hatte ich einen heftigen Streit mit Elin, weil sie betrunken war. Komische Schrift. Ich wollte ihr die Ginflasche aus der Hand nehmen, da wehrte sie sich und lief mit der Flasche davon, knallte Türen. Total normale Schrift. Das könnte stimmen. Etwa um die Zeit habe ich eine heftige Auseinandersetzung gehört. Was den Tod von dieser Elin angeht, scheint mir das Motiv klar. Gunnars Testament. Das Erbe. Ich habe noch ein anderes Motiv. Das, was Elin hätte sagen wollen. Sie hat doch zu Emma gesagt, es geht nicht nur um dich und mich. Sondern um ein zweites Familiengeheimnis, was Elin aufdecken wollte. Genau. Ein viel bedrohlicheres, was womöglich Schande über die Familie gebracht hätte. Karin, nicht schon wieder. Wie nicht schon wieder? Du denkst doch wieder an Inzest, oder? Missbrauch. Sag mal, kennst du die Zahlen? Weißt du, wie häufig das ist? Du bist so ein Ignorant. Ich bin kein Ignorant. Ich finde es nur ein bisschen einfach, dass Männer immer nur auf ihren Schwanz reduziert werden. Sag mal, warum regt das Thema dich eigentlich so auf? Ich wette, es ist die pure, geschlechtslose Geldgier. Das Testament. Sie wollten die Kohle nicht auch noch mit dieser Elin teilen. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Da ist aber auch das Klo verstopft. Ich hoffe, wir können die Daten noch retten. Das kann dann auch rüber. Von meinem Opa. Hast du das weggenommen? Emma. Du klaust einfach Sachen aus dem Sterbezimmer meines Großvaters? Wir müssen es analysieren. Wenn dein Großvater Fussel in der Lunge hat, aufschneiden. Ihn aufmachen. Emma, es könnte sein, dass jemand bei seinem Tod nachgeholfen hat. Nachgeholfen? Du meinst, jemand hat auch ihn getötet? Sein Tod kam einfach zu günstig. Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Nur eine Obduktion kann den Verdacht aufräumen. Hör zu, wenn du meine Familie verdächtigst, meine Großmutter, meine Eltern, dann kannst du nicht damit rechnen, dass ich länger kooperiere. Bring's weg.
Warum dein Autoschlüssel? Karin, komm mal. Guck mal. Das hat einmal interessiert. Familienfotos aus den 70ern. Würde mich auch interessieren, wenn ich plötzlich eine neue Mutter hätte und... Was denkst du? Ich denke, Vater und Tochter sind sich fremd. Mhm. Michalma und Eli? Da denke ich dasselbe wie du. Was denke ich denn? Naja, dass da mehr ist als älterer Bruder und kleinere Schwester. Das könnte sein. Sie hat einmal gerechnet. Juli 74 und im April 75 ist sie geboren. Arme Emma, wenn das stimmt. Verdammt, das ist jetzt nicht wahr! Was machst du hier? Ich hab dich gesucht, Emma. Du schnüffelst immer noch hinter mir her? Verdächtigst meine Familie? Du hast doch selber Fragen. Sag mir, was du denkst, wovor du Angst hast. Lass uns das gemeinsam machen. Du kannst ja auch mit mir sprechen, wenn es dir leichter fällt. Raus, alle beide. Ich bin nicht dein... Raus! Sicher. Ja, doch. Aber ich versuche, so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Ja, weiß ich. Fahrt ihr schon mal vor. Okay, aber ich melde mich, sobald ich weiß, wann ich nach Hause kommen kann. Ich muss jetzt aufhören. Tschüss, Kuss. Kann ich Sie bitte unter vier Augen sprechen? Sie waren im Sommer 1974 mit Elin allein auf dem Roskilde-Festival. Sind Sie der Vater von Ihrem Kind? Wir hatten eine ganz normale Bruder-Schwester-Beziehung. Punkt, Schluss. Wer ist dann der Vater von Emma? Keine Ahnung, vielleicht King Kong? Finden Sie das eigentlich angemessen? Nein, Entschuldigung. Vielleicht war es dieser Typ, den sie in Roskilde getroffen hat. Ein One-Night-Stand, Sie wissen schon. Ich war ja nicht dabei, sozusagen, aber ich habe das Zelt wackeln sehen. Erinnern Sie sich an den Namen des Jungen? Woher er kam? Also, nicht mal Elin konnte sich an den Namen erinnern. Am nächsten Tag hatte sie einen Filmriss. Sie wusste nichts mehr. Totaler Blackout. Ich würde trotzdem gerne einen DNA-Abgleich machen. Da brauchen Sie erst eine Genehmigung vom Staatsanwalt. Ohne die geht gar nichts. Hallo, kommen Sie rein. Kaffee? Nein, danke. Danke, ja. Könnten Sie uns die Aktenschränke aufschließen? Haben Sie nicht Angst, dass ich das, was Sie hier vermuten, längst weggeschafft habe? Na, wenn wir nichts finden, ist das ja auch ein Fund. Im Übrigen, ein Blick ins Internet und wir wissen, wie es um Ihr Einkommen und die Firma steht. Das stimmt. Wir Schweden sind wahrscheinlich die einzigen Idioten in der Welt, die glauben, das Einkommen ihrer Bürger veröffentlichen zu müssen. Was verdienen Sie eigentlich? Schauen Sie nach. Wie wollen Sie Ihren Kaffee? Ich habe die ganze Palette. Latte, Espresso, schwedischer Kaffee, Cappuccino. Dürfen wir bitte Ihren Autoschlüssel haben?
Du hast gut reden. Du bist ja fein raus. Wir müssen zusammenhalten. Bleib ganz ruhig. Dann können sie uns gar nichts. Ich habe euch gehört. Dich und Robert. Warum hast du dich gegen die DNA-Probe gewehrt? Weil ich die Genehmigung des Staatsanwalts abwarten will. Warum denn? Weil das mein gutes Bürgerrecht ist. Warum warst du immer so nett zu mir? All die teuren Geschenke, Schmuck, Kleider und der Führerschein. Mein erstes Auto, warum? Naja, schenken macht mir Freude und du bist meine einzige Nichte. Außerdem bist du eine kluge, hübsche, sympathische Oder Frau. Oder vielleicht, weil du ein sauschlechtes Gewissen hast. Ein schlechtes Gewissen, warum? Weil du vielleicht doch mein... Emma. Was habt ihr in Roskilde gemacht? Zwischen all den Hippies in dem Zelt, sag schon. Ich kenn doch den ganzen Scheiß. Ihr habt doch alles ausprobiert. Warum nicht auch das? Emma, du glaubst doch nicht, dass ich und Elin, dass wir... Warum hast du nie geheiratet? Warum kriegst du erst jetzt ein Kind? Mein Gott, was soll ich dazu sagen? Es gibt so viele attraktive Frauen. Weich mir nicht aus, sag die Wahrheit. Ich will wissen, warum. Emma, ich bin nicht dein Papa. Wer ist es dann? Habt ihr schon was zur Firma? Ja, ich habe da die Einkommen aus der Einkommensliste. Die guten Zeiten sind vorbei. Lasse Vinaro hatte in den letzten Jahren ständig weniger Einkommen. Mit der Firma geht's kontinuierlich bergab. Also die exportieren seit 91 Holzhäuser in die baltischen Länder und hatten am Anfang zweistellige Zuwachsraten. Aber seit der Jahrtausendwende geht der Export kontinuierlich zurück und seit der Krise so gut wie auf null. Das heißt, wenn jetzt Erbansprüche geltend gemacht würden... Aus die Maus. Also eigentlich wird Gotland Holz nur noch durch Aktienausschüttungen am Leben gehalten. Sagurna-Werke. Gotland Holz hält gut 20% der Firma. Sagurna-Werke, wofür steht das eigentlich? Maschinenbau, es ist eine deutsche Firma. Standort Stuttgart. Aber denen geht's super. Ziemlich viel. Gibt's noch mehr Aktienpakete? Nur Fondsanteile mit Ausschüttungen gleich null. Aber was sonderbar ist... Trotz der angespannten finanziellen Situation sind monatlich immer am 1. auf ein Konto in Stockholm erkleckliche Summen gegangen. 20.000 Kronen, jeden Monat. Dazu Abbuchungen für die Miete dieser Stockholmer Wohnung. Es gibt auch Summen, extra Zuwendungen. Und zuletzt eine Rechnung der Caroline-Klinik. Eine Entzugsklinik, ein privates Unternehmen. Das ist alles Elins Apanage. Ja. Sie hat in den letzten Monaten fast 100.000 Kronen extra gekostet. Sie bezahlen, obwohl sie es sich kaum leisten können, damit sie stillhält. Wir müssen in Elings Wohnung in Stockholm. Entschuldigung, wir haben jetzt die Genehmigung vom Staatsanwalt. Der Kinderarzt würde jetzt sagen, mach mal A. Dann machen Sie mal A. Dankeschön. Sie muss ich dann auch bitten. Emma, das ist die Genehmigung für den DNA-Abgleich. Das brauche ich nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist Gewissheit. Wie geht das? Einfach ein bisschen Speichel drauf. Dankeschön. Ja, Eva? Hallo Robert.
Ich habe jetzt die Ergebnisse von den ersten Untersuchungen. Elin starb an einer Überdosis Alkohol in Kombination mit Schlaftabletten und Beta-Blockern. Und was auffällig ist, an Elins Händen sind keinerlei Spuren von Schlaftabletten oder Beta-Blockern. Nichts. Welche Medikamente sind normalerweise in einem Arztkoffer vorhanden? Beta-Blocker. Beta-Blocker hat der Alte ja auch genommen. Wir haben auch Baldrian gefunden. Ja, sie hat gestern Baldrian-Tee getrunken. Hast du gesehen, ob sie die Tropfen in den Tee gegeben hat? Tropfen? Wieso Tropfen? Sie hat Teebeutel benutzt. Aber der Rest in der Teetasse war eindeutig Baldrian in Tropfenform. Auf der Basis von hochkonzentriertem Alkohol. Da könnte ja Folgendes passiert sein. Elin ist wirklich trocken und will es bleiben. Und trinkt zur Beruhigung Baldrian-Tee. Dann tut ihr jemand die Tropfen in die Tasse. Sie verliert die Beherrschung, wird rückfällig und vergreift sich an der offenen Ginflasche, die rumsteht. In diese Ginflasche hat jemand Schlaftabletten und Bitterblocker gemischt. Ich schau mal, ob ich die Tropfen finden kann. Unsere Medikamente sind dort, in einer blauen Schachtel. Bitte. Sie werden meine Fingerabdrücke auf dem Fläschchen finden. Ein paar Tropfen Baldrian habe ich gestern selber genommen. Beta-Blocker finden Sie im Raum meines Mannes. Schlaftabletten ebenso. Vielleicht hat ja Elin. Die Flasche habe ich. Und dann habe ich die Todesursache des ersten Toten. Er wurde erstickt. Mit dem Kissen. Allerdings wäre er sowieso ein paar Minuten später am Herzinfarkt gestorben. Gunnar Vinave wurde erstickt. Ihr habt Fussel von dem Kissen in seiner Lunge gefunden. Ja. Was ist mit den Make-up-Spuren auf dem Kissen? Sie sind definitiv von Gunnar. Ja, das passt. Eva, ruft den Staatsanwalt an. Wir brauchen die Aufhebung der Schweigepflicht für Elins Psychiaterin und für den Anwalt von Gunnar Vinave. Wir brechen unsere Zelte jetzt ab. Schicken Boot, ja. Ja, das mache ich. Wollen Sie mir nicht etwas sagen? Ja. Ich habe meinen Mann geliebt. Inniglich. Wir haben Abdrücke von Ihrem Mann auf dem Kissen gefunden. Gunnar genierte sich wegen seiner roten Nase. Er hat sie mit Make-up abgedeckt. Warum erleichtern Sie Ihr Gewissen nicht? Ich merke doch, wie schwer es Ihnen fällt, Emma leiden zu sehen. Wie geht's dir? Ich freue mich. So, lass mal ein bisschen Bärchen eingehen. Was wusste Ihre Mutter in dieser Zeit? So ein Mist. Aber die Geschichte. Wir müssen jetzt anfangen. Natürlich. Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt um Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns sehr, dass unser Militärmuseum an diesem Tag um ein Ausstellungsstück bereichert wird. Es handelt sich um ein Geschenk in Form einer Waffe von Herrn, wie war der Name? Sagurna. Sagurna aus Deutschland. Bitte schön. Danke. Das auch noch. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Dass das die glücklichste Zeit ihres Lebens gewesen ist. Zumindest glaube ich das. Entschuldigung, sind Sie Deutscher? Ja. Niklas Anders. Hallo, Bürger Sagurna. Mein Vater ist Deutsch und wir leben auf der Insel. Ach, das ist schön. Tschüss, Oma. Emma. Tu uns das nicht an, Emma, bitte. Lass nicht Elin alles verderben. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden. Ich brauche Zeit. Halt die Ohren steif.
es ihr sagen müssen. Kann ich mal Ihren Arztkoffer sehen? Zur Grundausstattung gehören doch Beta-Blocker. Können Sie mir die bitte mal zeigen? Die habe ich selber genommen. War alles ziemlich anstrengend, selbst für mich. Zuerst habe ich mit meiner Schwester geschlafen, dann habe ich meinen Vater umgebracht. Die Beta-Blocker hätte sich jeder aus dem Koffer nehmen können. Emma auch. Zur Arbeit in die Klinik und nach Hause. Ansonsten müssen Sie jederzeit erreichbar bleiben. Glauben Sie vielleicht, ich würde jetzt abhauen, wo meine Frau jederzeit das Kind bekommen kann? Steig ein. Nein, ich bin jetzt lieber allein. Es ist schon schwer, einen Patienten durch Selbstmord zu verlieren, aber Mord? Ich hoffe wirklich, dass ich Ihnen weiterhelfen kann. Wie haben Sie Elin erlebt, als Patientin? Tja, sie war ein komplizierter Fall mit einem sehr extremen Suchtpotenzial. Und dass sie ihr Kind weggegeben hat, hat sie immer mehr belastet, je älter sie wurde. Dazu die faktische Entmündigung. Wie bitte? Wussten Sie das nicht? Na, während einer Heroinphase hat die Familie sie für geschäftsunfähig erklären lassen. Also das kommt häufig vor. Es ist oft der einzige Weg für die Familie, sich zu schützen. Und was für Folgen hat die Geschäftsunfähigkeit? Tja, finanziell gesehen keine. Sie war ja gut abgesichert. Aber dadurch war sie von der Familie abhängig, mit der sie eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte. Weil sie ihr nicht gut tat. Die Familie hatte sie also fest im Griff. Trotzdem ging es langsam aufwärts. Wir hatten einen sogenannten Etappenplan, den wir verfolgten. Es sollten auch irgendwann Gespräche mit der Familie stattfinden. Aber nicht jetzt schon, zu Eisner Hochzeit. Nein, so weit war sie noch nicht. Aber letzten Donnerstag... Es war so 2 Tage vor dem Fest. Ja, da rief sie mich abends von ihrer Wohnung aus an. Sie war einfach gegangen und hat damit die Therapie abgebrochen. Wir schließen hier Therapieverträge mit den Patienten. Sie müssen sich an die Regeln halten. Und wissen Sie, was der Auslöser war für diese Entscheidung? Keine Ahnung. Sie war einfach verschwunden. Und wütend, so wütend, wie ich sie noch nie erlebt hatte.
Sie sagte... Das ist alles so abscheulich. Eine solche Schweinerei, das geht alles noch viel tiefer. Darf ich den Zettel behalten? Ich mache Ihnen eine Kopie. Ja, das nimmt einen richtig mit. Es gab etwas in ihr, das tobte und zerstörte. Könnten Sie auch Elins Sachen mitnehmen? Ja. Ja, klar. Es gibt Bilder, die sie gemalt hat und Sachen, die sie in der Beschäftigungstherapie gemacht hat. Entschuldigung, könnte ich Sie kurz sprechen? Ich hätte da etwas, was Ihnen vielleicht hilft. Allerdings habe ich etwas getan, was ich nicht hätte tun dürfen. Ich habe gegen die Vorschriften verstoßen. Inwiefern? Ich habe jemanden reingeschmuggelt. Wen? Es war ein Mann. Er hat sich nicht vorgestellt. Er sagte nur, dass er Elin sprechen müsse. Es sei wichtig. Wie sah er aus? Er war circa 40 Jahre alt. Klein, blondes, lichtes Haar. Und er sprach Englisch mit deutschem Akzent. Glauben Sie, das könnte der Mörder gewesen sein? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe gesehen, wie sie im Park spazieren war. Elin war furchtbar aufgeregt. Sie hat auch geweint. Er hat sie in den Arm genommen, ganz lange, und hat sie getröstet. Und dann haben sie geredet und geredet, ganz lange. Sie wirkten fast wie ein Paar. Dabei kannte sie ihn vorher nicht. Das konnte ich an der Begrüßung sehen. Aha. Und als ich am nächsten Tag zum Dienst kam, also Freitag, da war sie verschwunden. Und dann hörte ich, sie wurde ermordet. Da habe ich mir natürlich Vorwürfe gemacht. Danke, das war ein sehr wertvoller Hinweis. Also, falls Ihnen noch was einfällt, dann rufen Sie mich an, ja? Danke. Wiedersehen. Hallo, Eva. Hallo. Ich habe die DNA-Resultate. Von Hjalmar und Emma? Aha. Und Gunnar und Elin. Du wirst dich wundern. Erklär's mir. Was ist mit Emma? Sie ist kein Inzestkind. Aber bei Gunnar und Elin gibt es eine Überraschung. Sie sind nicht verwandt. Elin und Gunnar sind nicht Vater und Tochter? Nein. Und Gunilla und Elin? Gunilla ist die Mutter von Elin.
Dann ist Elin also ein Kuckuckskind. Gunilla hat ihrem Mann das dritte Kind untergeschoben. Ja, so wie ich das sehe, könnte das der zweite Teil des Familiengeheimnisses sein. Wann wurde Elin eigentlich geboren? April 59. Gezeugt im Sommer 58. Mit wem könnte Gunilla fremdgegangen sein? Tja, dazu sagt die Analyse leider nichts. Ich muss es ihr sagen. Emma? Ja, Emma. Sie hat solche Angst, sie könnte ein Inzestkind sein. Robert, das solltest du dir noch mal gut überlegen. Das sind Ermittlungsergebnisse in einem Mordfall. Rein theoretisch hätte auch Emma Elin umbringen können. Jedenfalls hätte sie ein Motiv. Ich weiß, ich muss es ihr trotzdem sagen. Mein Auto steht noch auf Lillen. Kann ich deinen Wagen haben? Nein, nicht dafür. Okay. Die Ergebnisse vom DNA-Abgleich. Saft? Gerne. Keiner aus deiner Familie ist dein Vater, dein leiblicher Vater. Weder dein Großvater noch dein Onkel Hjalmar. Nur das Resultat einer Partynacht mit jemandem, den sie nicht mal kannte. Das wissen wir nicht. Vielleicht war sie ganz glücklich. Emma, du solltest sie nicht so schnell verurteilen. Wann genau waren die Handyanrufe? Am Tag des Festes dreimal. Robert ist jetzt da. Elin hatte in ihrer Klinik Besuch von einem Deutschen, einem Bürger Sagurna. Sagurna, ganz sicher? Ja, absolut sicher. Also ich glaube, dieser Besuch muss der Auslöser dafür gewesen sein, dass sie sich selbst frühzeitig entlassen hat und dann in die Feier reingeplatzt ist. Elin hatte am Tag der Feier mehrfach Handykontakt zu diesem Bürger. Karin hat die Telefonlisten vom Anbieter. Also das Letzte, was sie von ihm gehört hat, war eine SMS um 9:01. Danach keine Anrufe mehr. Bürger Sagurna muss ihr was Wichtiges mitgeteilt haben. Ja, etwas, was eine Wahnsinnswut ausgelöst hat. Das hat die Ärztin noch mitbekommen. Karin, kann Bürger Sagurna gewusst haben, dass Elin ein Kuckuckskind ist? Ein Kuckuckskind? Ja, das hat der DNA-Abgleich ergeben. Elin ist nicht das Kind von Gunnar und Gunilla, sondern von Gunilla mit einem anderen Mann. Haben diese Sagurna-Werke von den Gutlandteil 20% etwas damit zu tun? Die Zahlungen aus Deutschland gingen immer an Gunilla. Ja, weil Elin geschäftsunfähig war. Sie war das Mündel ihrer Eltern. Ich hol mir meinen Erbe, hat sie doch gesagt. Thomas, google mal die Sagurna-Werke, die Geschäftsleitung. Hat es in den letzten Jahren einen Todesfall in der Geschäftsführung der Sagurna-Werke gegeben? Werner Sagurna. Wann ist er gestorben? Dieses Jahr. 27. Februar. Kann ich bitte mit seinem Nachfolger reden?
Ist das zufällig Birger Sagona? Papa, die Ausstellung war sowas von geil. Seit wann ist er in Schweden unterwegs? Er ist doch per Handy erreichbar, oder? Ich gebe Ihnen meine Nummer, falls er zwischendurch anruft. Haben Sie auf dem Display? Wunderbar. Danke. Wusstest du, dass es auf Gotland nach Kriegsende ein Internierungslager für deutsche Soldaten gab? Die flohen zum Ende des Krieges aus Lettland. Lager Leng. Ich sag dir, das ist der Hammer. Die deutschen Soldaten hatten so eine Angst vor den Russen, dass sie mit Ruderbooten über die Ostsee zu uns rübergemacht haben. Dabei sind total viele ertrunken. Ich weiß nur von baltischen Zivilisten, Sommer 44. Schweden hat die alle aufgenommen, allein auf Gotland, bestimmt 10.000. Ja, die durften alle bleiben. Aber bei den Deutschen hat die schwedische Regierung Schiss bekommen. Stalin hatte sie zurückgefordert. Die Deutschen haben also einen Sommer hier auf Gotland verbracht. Mit Theaterspielen, Lagerzeitungen, Fußball und allem. Und hofften, nach Deutschland zu dürfen. Aber die Schweden wollten sich nicht mit Stalin anlegen. Und deshalb haben sie ausgeliefert. Oktober 45. Die sind alle nach Sibirien gekommen. Die letzten wurden erst 58 entlassen. Wenn sie es überhaupt überlebt haben. Gibt's von dem Lager noch irgendwas zu sehen? Reste davon. Man rekonstruiert es, sagt Birger. Daran wird gerade gebaut. Birger? Ja, so ein Deutscher. Sein Vater war auch im Lager. Werner Sagona. Ja, der ist auch hier drin. Halt, stopp mal. Das Bild hängt in Gunillas Zimmer. Gunillas Geheimnis. Papa? Hallo? Ich wollte nur sicher gehen, dass Sie auch zu Hause sind. Ja, ich habe noch ein paar abschließende Fragen. In einer halben Stunde bin ich bei Ihnen. Lasse! Guten Tag, kann ich Elin sprechen? Elin? Aber wir waren verabredet. Ich hol mal eben meinen Mann. Einen Augenblick, bitte. Höre ich da eine deutsche Stimme? Ja, Birger Sagona. Ich will zu Elin. Birger Sagona. Wie schön. Aber was für ein trauriger Anlass. Ich habe so gehofft, Ihren Vater noch einmal wiederzusehen. Nur ein einziges Mal. Er war so wichtig für mich.
Viele Steine, müde Beine. Aussicht keine. Heinrich Heine. Das hat er mir beigebracht. Lasse wie Narve? Ja. Willkommen in Schweden. Danke. Hat Eli mit Ihnen geredet? Ja. Worüber genau? Über das Testament meines Vaters und Ihr Anteil. Ja. Hat sie. Ja. Und? Elin war völlig damit einverstanden, dass das Geld in der Firma bleibt. Ja, Gutlandholz geht es gerade nicht so gut. Sie hat dafür volles Verständnis. Und kann ich jetzt mit ihr sprechen? Sie ist nicht da. Sie wollte zum Lager Lingen fahren. Den Platz, an dem alles anfing. Dann kann ich sie jetzt da finden, ja? Bestimmt. Fahr doch mit ihm. Ist ja nicht leicht zu finden. Gern. Da kann man sich schnell verfahren. Nein, nein, ich kenne den Weg. Danke. Wiedersehen. Der Kommissar ist auf dem Weg. Er darf nicht hierher zurückkommen. Lasse. Warten Sie! Ich müsste auch rüber. Mein Wagen ist defekt. Könnten Sie mich vielleicht mitnehmen? Ja. Ja. Was ist hier eigentlich los? Ich will jetzt wissen, was hier gespielt wird. Hier. In der Rolle der Julie Gunilla Ekström. Bühnenbild Werner Sagona. Dabei müssen Sie sich kennengelernt haben. Beim Theaterspielen. Und dann kam er erst 58 aus Russland zurück. Und sie war verheiratet und hatte zwei Kinder. Das ist doch Lasse Vinabe. In einem Auto mit deutschem Kennzeichen. Und neben ihm ist vermutlich Birger Sagona. So, der ist in Gefahr. Er ist weg. Besorgt Ihren Wagen und versucht, den Audi wiederzufinden. Ich fahre zu Villa Vinabe zu. Gebt eine Fahndung raus nach Lasse Vinabe und Birger Sagona. Zuletzt gesehen gegen 12 Uhr in einem silbernen Kombi mit deutschem Kennzeichen auf dem Damm von Lillö in Richtung Festland. Thomas Wittberg, Mordkommission Wispy. Ich brauche den Wagen. Bitte steigen Sie aus. Robert, ganz wichtig. Auf der Ginflasche sind nicht nur Elins Fingerabdrücke, sondern auch die von Lasse Vinarve. Der Kommissar ist da. Reiß dich zusammen. Willkommen. Wie schön, Sie wiederzusehen. Wo ist Ihr Sohn Lasse? Nehmen Sie doch Platz. Wo ist Birger Sagona? Birger wer? Sie wissen sehr gut, wer Birger Sagona ist. Sie kennen auch seinen Vater, Werner Sagona. Im Sommer 1945 hatten sie ein Verhältnis mit ihm. Und dann wieder im Sommer 1958 nach seiner Rückkehr aus der russischen Kriegsgefangenschaft. Er ist auch der leibliche Vater von Elin. Wie Sie sicher wissen, ist er im Februar diesen Jahres gestorben. Vermutlich hat Birger da erst erfahren, dass er eine Halbschwester in Schweden hat. Hat sie ausfindig gemacht und damit ist der Betrug aufgeflogen.
Betrug? Was denn für ein Betrug? Mir wurde anvertraut, Elins Anteile am Werk für sie zu verwalten. Weil sie sie für geschäftsunfähig erklärt haben. Haben Sie Kinder? Ja, das habe ich. Wissen Sie, wie das ist, wenn das eigene Kind einen ausraubt? Schmuck versetzt, Schecks fälscht und alles tut, um an Geld für ihre Drogen zu kommen. Nein, das weiß ich nicht. Elin hat absolut alles bekommen, was sie brauchte. Materiell ja. Wann wollten Sie ihr die Wahrheit sagen? Die Wahrheit? Ja. Ich wollte mit ihr reden. Ich wollte ihr alles erklären. Ich wollte sie bitten, mit der Auszahlung des Erbes zu warten, bis die Firma das verkraftet hätte. Aber sie war ja so betrunken. Weil ich ihr die Baldrian-Tropfen in den Tee getan habe. Halt den Mund. Sie weiß von all dem nichts. Das reicht jetzt. Ich kann selber für mich sprechen. Ich wollte nur testen, ob sie wirklich trocken ist. Ob sie es wert ist, die Oma von Kasper, die Mama von Emma zu sein. Ich wollte sie doch nicht töten. Ich wollte nur das Beste für Emma und Kasper. Das glaube ich Ihnen sogar. Wie ist sie denn hierher gekommen? Mit dem Bus. Elin hat keinen Führerschein mehr. Ich weiß, dass Sie Ihren Mann erstickt haben. Ja. Ja. Sie ahnen ja nicht, wie sehr ich ihn geliebt habe. Ich wollte nicht, dass er in seinen letzten Stunden erfährt, dass Elin nicht seine Tochter war. Mag sein. Ich weiß auch, dass Lasse den Giftcocktail gemischt hat, an dem Elin gestorben ist. Und wenn Birger jetzt auch noch was passiert, wird es ganz eng für Lasse und Sie. Und jetzt sagen Sie mir, wo er mit ihm hingefahren ist. Was nicht. Die ist ja gar nicht hier. Was haben Sie mit ihr gemacht? Haben Sie sie umgebracht?
Thomas? Lasse! Geh weg, Marit! Bitte! Nein, das tue ich nicht. Wir können es noch retten. Diese verdammte deutsche Brut. Bitte, Lasse, denk an Emma. Sie ist doch unser Kind. Das wir lieben, das wir immer geliebt haben. Meine Mutter gemacht. Ist sie nicht wunderschön? Ja. Thank you.
Schnick, schnack, schnuck. Ja. Hey. Hey. Hallo, ihr zwei. Es lieb, dass du uns fährst. Das mache ich doch gern. Du schaust aus. Richtig toll. Ach, das Kleid ist uralt. Na, es ist nicht das Kleid. Ich meine, das Kleid ist toll, sondern... Aber du hast schon schönere gesehen. Und nicht an dir. Okay, ich nehme das mal als Kompliment. Ach, der Chamäleon mir ist wohl ein bisschen eingerostet. Es soll übrigens richtig schlechtes Wetter geben. Was ist eigentlich Programm? Ach, nur eine kleine Diashow. Und dann singe ich ein Lied, zu dem ich einen neuen Text gedichtet habe. Was für ein Lied? Elfie Girl über Ducks denkt der Berg. Das kenne ich. Aus Deutschland. Echt? Sing mal. Frühtor zu Berge beziehen, Fallera. Den Rest habe ich vergessen, Fallera. Was für einen Text hast du gemacht? Ach, nur ein bisschen was gereimt. Mehr nicht. Ich wollte meinen Großeltern nur zeigen, wie wichtig sie für mich sind. Welcher Hochzeitstag ist es eigentlich? Die Diamantene? Nein, die Eiserne. Sie sind jetzt 65 Jahre verheiratet. Und immer noch glücklich. Verrätst du mir ihr Geheimnis? Sie lieben sich. So einfach ist das. So einfach? Ihr wollt aber nicht draußen feiern, oder? Und Sie sind Robert? Ja. Lernen wir Sie endlich kennen. Kommen Sie rein. Sie bleiben doch bestehen. Nein, ich muss zurück, wirklich. Ich habe meinem Sohn ein deutsches Wochenende versprochen. Er interessiert sich neuerdings. Stimmt ja, Sie kommen aus Deutschland. Sie sollten sich mit meiner Mama unterhalten. Ja. Sie spricht immer noch sehr gut Deutsch. Die alte Schule, wissen Sie? Komm. Nein, ich... Doch, bitte. Nur ganz kurz. Du musst Oma und Opa wenigstens gratulieren. Ja. Sie können nicht mehr zur Insel rüberfahren. Machen Sie Witze? Sie können nicht weiterfahren. Sie müssen umkehren. Der Damm kann jede Sekunde brechen. Sie haben es ja gehört. Ich kann Sie nicht mehr rüberbringen. Der Damm bricht. Kommen Sie. Ich zahle auch gut. Und was ist mit meinem Verdienstausfall, wenn ich von der Insel nicht mehr wegkomme? Wer zahlt mir das? Das macht dann 423 Kronen. Der sieht gut aus. Und er mag dich. Sehr sogar. Mama, er ist verheiratet. Und? Das ist mein Sohn Hjalmar. Ah. Ja. Er wird endlich Papa. Mit 60 Jahren. Oh. Alles, was ich brauche, ist doch hier. Ich muss los. Ich wünsche Ihnen eine schöne Feier. Emma, wenn du morgen einen Fahrer brauchst, ciao. Ciao. Den braucht sie bestimmt. Mit dem Wagen kommen Sie nicht weiter. Ja, wie gut. Der Damm ist weggebrochen. Wo wollen Sie denn hin? Mila Vinave. Ich fahre Sie hin. Sicher? Sie werden Ihren Spaß haben. Der schönste Mann im Dorf, Fallera, traf einst auf Gunilla seine Braut, Fallera. Wir sind eure Gäste, wir lieben eure Feste, wir kommen zu eurem Hochzeitstag. Wir sind eure Gäste, wir lieben eure Feste, wir kommen zu eurem Hochzeitstag. Mein Gott, wie romantisch und so völlig verlogen.
Und danach begann euer Glück, Fallera. Schon 65 Jahre hält es an, Fallera. Ihr seid jetzt alt und kluge, das Glück ist noch am Zuge. Ihr liebt euch noch wie am ersten Hochzeitstag. Ihr seid jetzt alt und kluge, das Glück ist noch am Zuge. Ihr liebt euch noch wie am ersten Hochzeitstag. Lüge, Emma. Ein Leben voller Lüge. Hör bitte auf damit. Beruhige dich. Komm. Ich schlage vor, wir lassen uns nicht den Tag von Elin verderben. Wir kennen ja alle unsere Elin. Lass mich los! Also Elin, die immer gern im Mittelpunkt stehen will und immer ein bisschen zu viel getrunken hat. Das ist leider nichts Neues. Spiel weiter, mein Sohn. Ich bin trocken. Ich lasse mich nicht mehr vorlaufen. Den Gefallen tue ich euch nicht. Jetzt muss endlich die Wahrheit auf den Tisch. Jetzt raus hier. Raus mit dir, sofort. Hey, Papa, stopp. Was willst du denn sagen? Dass Marit nicht deine Mama ist und Lasse nicht dein Papa. Was sagst du denn da? Weil ich deine Mama bin, Emma. Aha. Wie, was, wovon redest du? Sag, dass das nicht wahr ist. Doch. Es ist wahr, Emma. Du bist ja verrückt. Was fällt dir eigentlich ein? Weglaufen ist keine Lösung, Emma. Emma, du bleibst hier. Wir machen weiter. Du, setz dich hin. Das war erst der Anfang. Lasse, meine Arzttasche. Komm, Papa, ganz langsam. Komm, Papa. Es musste sein, Hjalmar. Es muss doch endlich ein Ende haben. Halt den Mund. Seine Zuckerwerte? Spritzt er regelmäßig? Nimmt er seine Herztabletten? Ich weiß nicht. Es ist ein schwerer Infarkt. Ruf die 110 an. Puh, was für ein Auftritt. Jetzt verstehe ich, warum alle immer so komisch sind, wenn sie von ihr reden. Hier, Elin, deine Tante. Du hast mir nie von ihr erzählt. Ich habe sie ja auch nur ein paar Mal gesehen. Ja. Emma! Emma, es ist so furchtbar, dass du es so hörst. Es tut mir so leid. Das heißt, das stimmt, was sie sagt? Ihr habt mich die ganze Zeit angelogen? Nein, wir haben dich nicht angelogen. Dann ist sie gar nicht meine Mutter. Doch, Emma, es ist wahr. Ihr habt mich angelogen? Nein. Mein Leben lang. Was hätten wir denn sagen sollen? Dass deine Mutter eine Schlampe ist und lieber trinkt, als die Verantwortung für ihr Baby zu übernehmen? Jede Wahrheit ist besser als eine Lüge. Wann hätten wir es denn erzählen sollen, als du 2, 6 oder 10 warst? Ab wann erträgt dein Kind eine solche Wahrheit? Ich bin 35. Ich bin erwachsen. Ich bin selber Mama. Und ihr entscheidet für mich, dass ich die Wahrheit nicht ertrage? Emma. Emma. Wir haben nur versucht, ihr gute Eltern zu sein. Und da drin, da spürst du doch, wie er deine Mama ist.
So kann der Helikopter nicht starten. Emma? Ich habe noch nicht mal flüssiges Aspirin dabei. Wo ist Kaspar? Er ist in der Küche und trinkt was. Wenn er nicht ins Krankenhaus kommt, stirbt mein Vater. Was ist denn mit Opa? Ich glaube, Gunnar ist tot. Kam ja wie bestellt. Mir leid. Ich würde Ihnen gerne eine nettere Familie vorführen, aber so ist es nun mal. Ich kann noch nicht sagen, wann ich hier wieder wegkomme, Niklas. Kein Problem. Ich passe auf wieder auf. Ich brauche keinen Aufpasser. Papa, wenn du bis morgen noch nicht hier bist, kann ich dann auch ohne dich zur Öffnung vom Museum? Ja, na klar. Gut. Tschüss. Danke fürs ins Bett bringen. Soll ich ihn in dein Zimmer hochtragen? Nein. Ich glaube, es ist besser, wir lassen ihn hier liegen. Erstmal. Okay. Emma. Dein Großvater. Ihr solltet ihn irgendwo in der Kühle aufbahren. Es kann dauern, bis der Leichenschauer kommen kann. Aber ich habe schon einen Totenschein ausgestellt. Das geht nicht, Sie sind doch mit ihm verwandt. Da muss ein offizieller Leichenbeschauer kommen. Warum? So sind die Vorschriften. Aber wenn dein Freund so ein Korinthenkacker ist, dann bitte sehr. Zahlt dir alles der Staat. Ich rede mit meinem Papa wegen der Aufbahrung. Ja. Mein Papa. Wer ist das? Nur Emma etwas sagen. Mir nicht. Ich traue, du störst mich. Wir müssen reden. Komm nachher zu mir.
rufen wieder an, wenn es wichtig ist. Ja? Thomas, ich bin auf Lillehin. Wir sitzen hier fest, der Damm ist gebrochen. Wir haben hier einen Toten. Mord? Reines Bauchgefühl. Ich möchte, dass Eva sich den Toten ansieht. Schick einen Helikopter, sobald er fliegen kann, ja? Gut, jetzt kannst du wieder hinlegen. Mach ich. Warum hast du uns so? Du hast ihn umgebracht mit deinem Auftritt. Vorsicht, Emma. Du übernimmst ihre Muster. Elin ist die Böse und alle anderen sind die Guten. Aber das stimmt nicht. Ach, das stimmt nicht? Du hast mich doch weggegeben. Ich hatte meine Gründe. Ich werde es dir erklären. Ich möchte, dass du mir zuhörst. Oh. Ich will dir aber nicht zuhören. Eine Mutter, die ihr Kind weggibt. Allein die Vorstellung würde mich umbringen. Ich habe mich auch fast umgebracht mit meinen Drogen. Soll ich jetzt Mitleid mit dir haben? Nein. Aber setz dich bitte und hör mir einfach mal zu. Ich war 16. Jung. Gierig auf Leben. Natürlich hatte ich Angst davor, hier eingesperrt zu sein, in einem Haus, in dem ich mich nicht wohlfühlt. Und mit einem Baby, das einen ununterbrochen braucht. Wir sind eine tolle Familie. Du hättest Hilfe bekommen, wenn du nur gewollt hättest. Von Oma und Opa und deinem Bruder Hjalmar. Hjalmar war auch für die Adoption, da täuschte ich mal nicht. Und Mama und Papa? Die waren nur daran interessiert, ein Baby zu bekommen. Lasse hatte Mumps, er war nicht mehr zeugungsfähig. Nein, das glaube ich nicht. Sie waren ganz tolle Eltern. Deswegen hatte ich auch zugestimmt. Und du? Danke. Du platzt hier einfach so rein. Und machst mein Leben kaputt. Und Opa stirbt. Bleib. Ich muss dir noch was Wichtiges sagen. Es geht dabei nicht nur um dich und mich. Weißt du was? Ich bin keine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt. Ich habe Beweise. Komm hoch zu mir und sieh selbst. Emma, Kaspar weint. Ich wusste nicht, wie ich es jetzt machen soll, ob du immer noch willst, dass... Zieh ihn schnell das Bett hin. Nein, nein, vielen Dank, das geht schon.
Hat Ida keine Lust mitzugehen? Ida bestimmt nicht. Papa, wann ist Opas Mutter geboren und wo? Oma Gertrud kam aus Kiel in Schleswig-Holstein. Aber wann geboren? Das muss so um 1900 gewesen sein. Ich rufe dich später nochmal an, Niklas, ja? Tschüss. Entschuldigung, Mama, meine Kinder sind allein zu Hause. Gibst du mir mal Kaspers Teller? Hat jemand meine Mutter geweckt? Ich kann gehen. Nein, ich gehe. Mama. Ja, okay. Dann holen wir beide mal deine neue Oma. Ich gehe. Joghurt? Ja. Mal kommen. Ich glaube, Elin hat es wieder versucht. Und diesmal. Tabletten, wie im Leben so im Sterben. Du sollst nicht so über sie reden, Lasse. Diesmal hat es geklappt. Arme Elin. Nichts berühren. Nichts anfassen. Es ist Selbstmord, glauben Sie mir. Sie hat im Laufe der Jahre mehrmals versucht, sich umzubringen. Ich will einfach ausschließen, dass es sich um Fremdverschulden handelt. Ich will trotzdem, dass wir sie nach draußen bringen. Der Gestank ist ja unerträglich. Bitte nichts berühren. Ich bin bereit, dass wir sie rausbringen, sobald ich hier fertig bin. Es gibt eine zweite Tote. Ich brauche euch jetzt wirklich dringend hier. Ich habe hier eine Ginflasche, aus der die Tote getrunken haben muss. Da sind weiße Pulverspuren zu sehen. Wir müssen ausgehen, was es ist. Außerdem kann ich das Handy der Toten nicht finden. Es sind zu viele Ungereimtheiten. Wann kommt ihr denn? Ja, ja, Robert. Am Samstag gearbeitet. Und der Helikopter darf nicht starten. Also ich guck einfach mal, was mit deinem Boot geht, ja? Ja gut, aber bald euch. Haben Sie denn die Freigabe durch den Staatsanwalt? Nein, noch nicht, aber die Verdachtsmomente sind sehr, sehr stark. Tut mir leid, aber ohne Freigabe durch den Staatsanwalt darf ich nichts sagen. Wiederhören. Elin Vinave? Selbstmord? Die Polizei vermutet Mord. Heilige Scheiße.
Mama, bist du traurig? Ja. Aber ich hab ja dich. Hier, versuch den mal draufzusetzen. Du siehst müde aus. Es ist ein Albtraum. Sie kommt hierher, zerstört mein Leben. Besäuft sich und... lässt mich mit 1000 Fragen zurück. Kriegst du den auch noch drauf? Mama, ich muss Bischi. Lauf schon mal vor, ich komme dann gleich nach. Elin ist nicht einfach so gestorben. Ich glaube, es war Mord. Es gibt ganz klare Indizien und zwei Todesfälle in so kurzer Zeit, das kann kein Zufall sein. Was? Nein. Warum sollte jemand so etwas tun? Und wer? Fast jeder hier hätte seine Gründe. Deine Mutter, also Marit, fürchtet die Konkurrenz, will dich und den Kleinen nicht verlieren? Dein Vater dasselbe? Dazu generell das Motiv Erbe. Ach. Jalmar hat sehr viel Geld, er braucht wirklich keins. Ich dagegen, ich brauche Geld. Mein Auto ist kaputt, mein Konto ist leer. Ich hätte ein super Motiv. Emma, ich fühle mich doch auch nicht wohl in meiner Haut. Ich tauche als Gast auf und muss dann plötzlich den Kommissar rauskehren. Aber je eher wir Klarheit haben, umso besser. Hilf mir. Schreib mir auf, wo du gestern ab 20 Uhr warst. Gerechtigkeitshalber. Du warst doch gestern noch mit Elin in der Küche. Ihr habt gesprochen. Worüber? Ich wollte wissen, warum sie mich weggegeben hat. Und was hat sie gesagt? Dass sie überfordert war und dass sie alles beweisen kann. Was beweisen? Keine Ahnung. Für irgendetwas hatte sie Beweise und ich sollte hochkommen, wenn ich sie sehen wollte. Ich habe aber nichts gefunden, was ein Beweis sein könnte. Für was auch immer. Und ihr Handy habe ich auch nicht gefunden. Sie hatte ein Handy, ganz sicher. Sie hat eine SMS bekommen. Es ist wohl verschwunden. Deshalb glaube ich auch nicht an den Selbstmord. Fertig! Ich komme! Keine Ahnung. Das hier ist alles so... unfassbar. Aus meiner Familie war es jedenfalls keiner. Emma, warte. Als Elin die Bombe platzen ließ, weißt du noch, was sie genau gesagt hat? Mama, ich bin fertig. Zuerst sagte sie, Lüge, Emma. Ein Leben voller Lüge war's. Und dann sagte sie, dass sie trocken sei. Dass sie den anderen nicht mehr den Gefallen tun würde, zu saufen. Als wären die schuld an allem. Und nach Gunnars Tod hat sie gesagt, das kam mir jetzt günstig. Und als ihr in seinem Zimmer wart und sie sich ausgeschlossen fühlte, sagte sie, ich hole mir mein Erbe. So oder so. In der Küche hat sie dann gesagt, ich muss dir noch mehr erzählen. Es geht nicht nur um dich und mich. Mein Bauchgefühl sagt mir, in beiden Fällen hat jemand nachgeholfen. Auch bei Gunnar? Gibt's noch mehr zu deinem Bauch? Motive? Und eine Beobachtung. Das Kissen mit den Schlieren. Es sieht mir nach Schminke aus und der Tote war geschminkt auf der Nase.
Der Abdruck passt dazu. Da, wo man ihm das Kissen auf das Gesicht gedrückt hat, gibt es Schminkspuren. Überzeugt mich noch nicht. Was haben wir zur zweiten Toten? Gunilla scheint die letzte gewesen zu sein, die Elin lebend gesehen hat. Gegen 23.15 Uhr hatte ich einen heftigen Streit mit Elin, weil sie betrunken war. Komische Schrift. Ich wollte ihr die Ginflasche aus der Hand nehmen, da wehrte sie sich und lief mit der Flasche davon, knallte Türen. Total normale Schrift. Könnte stimmen. Etwa um die Zeit habe ich eine heftige Auseinandersetzung gehört. Was den Tod von dieser Elin angeht, scheint mir das Motiv klar. Gunnars Testament. Das Erbe. Ich habe noch ein anderes Motiv. Das, was Elin hätte sagen wollen. Sie hat doch zu Emma gesagt, es geht nicht nur um dich und mich. Sondern um ein zweites Familiengeheimnis, was Elin aufdecken wollte. Genau. Ein viel bedrohlicheres, was womöglich Schande über die Familie gebracht hätte. Karin, nicht schon wieder. Wie nicht schon wieder? Du denkst auch wieder an Inzest, oder? Missbrauch. Sag mal, kennst du die Zahlen? Weißt du, wie häufig das ist? Du bist so ein Ignorant. Ich bin kein Ignorant. Ich finde es nur ein bisschen einfach, dass Männer immer nur auf ihren Schwanz reduziert werden. Sag mal, warum regt das Thema dich eigentlich so auf? Ich wette, es ist die pure, geschlechtslose Geldgier. Das Testament. Sie wollten die Kohle nicht auch noch mit dieser Elin teilen. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. Da ist aber auch das Klo verstopft. Ich hoffe, wir können die Daten noch retten. Das kann dann auch rüber. Von meinem Opa. Hast du das weggenommen? Mama. Du klaust einfach Sachen aus dem Sterbezimmer meines Großvaters? Wir müssen es analysieren. Wenn dein Großvater Fussel in der Lunge ihn hat, ihn aufschneiden. Ihn aufmachen. Emma, es könnte sein, dass jemand bei seinem Tod nachgeholfen hat. Nachgeholfen? Du meinst, jemand hat auch ihn getötet? Sein Tod kam einfach zu günstig. Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Nur eine Obduktion kann den Verdacht ausräumen. Hör zu, wenn du meine Familie verdächtigst, meine Großmutter, meine Eltern, dann kannst du nicht damit rechnen, dass ich länger kooperiere. Bring's weg. Ein Autoschlüssel. Karin, komm mal. Guck mal. Das hat Emma interessiert, Familienfotos aus den 70ern. Würde mich auch interessieren, wenn ich plötzlich eine neue Mutter hätte und... Was denkst du? Ich denke, Vater und Tochter sind sich fremd. Mhm. Michalma und Elin? Da denke ich dasselbe wie du. Was denke ich denn? Naja, dass da mehr ist als älterer Bruder und kleinere Schwester. Das könnte sein.
Er hat einmal gerechnet. Juli 74 und im April 75 ist sie geboren. Arme Emma, wenn das stimmt. Verdammt, das ist jetzt nicht wahr! Was machst du hier? Ich hab dich gesucht, Emma. Du schnüffelst immer noch hinter mir her? Verdächtigst meine Familie? Du hast doch selber Fragen. Sag mir, was du denkst, wovor du Angst hast. Lass uns das gemeinsam machen. Du kannst ja auch mit mir sprechen, wenn es dir leichter fällt. Raus, alle beide. Ich bin nicht dein... Raus! Sicher. Ja, doch. Aber ich versuche, so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Ja, weiß ich. Fahrt ihr schon mal vor. Okay, aber ich melde mich, sobald ich weiß, wann ich nach Hause kommen kann. Ich muss jetzt aufhören. Tschüss, Kuss. Kann ich Sie bitte unter vier Augen sprechen? Sie waren im Sommer 1974 mit Elin allein auf dem Roskilde-Festival. Sind Sie der Vater von Ihrem Kind? Wir hatten eine ganz normale Bruder-Schwester-Beziehung. Punkt, Schluss. Wer ist dann der Vater von Emma? Keine Ahnung, vielleicht Kingkong? Finden Sie das eigentlich angemessen? Nein, Entschuldigung. Vielleicht war es dieser Typ, den sie in Roskilde getroffen hat. Ein One-Night-Stand, Sie wissen schon. Ich war ja nicht dabei, sozusagen, aber ich habe das Zelt wackeln sehen. Erinnern Sie sich an den Namen des Jungen? Woher er kam? Also, nicht mal Elin konnte sich an den Namen erinnern. Am nächsten Tag hatte sie einen Filmriss. Sie wusste nichts mehr. Totaler Blackout. Ich würde trotzdem gerne einen DNA-Abgleich machen. Da brauchen Sie erst eine Genehmigung vom Staatsanwalt. Ohne die geht gar nichts. Hallo, kommen Sie rein. Kaffee? Nein, danke. Danke, ja. Könnten Sie uns die Aktenschränke aufschließen? Haben Sie nicht Angst, dass ich das, was Sie hier vermuten, längst weggeschafft habe? Na, wenn wir nichts finden, ist das ja auch ein Fund. Im Übrigen, ein Blick ins Internet und wir wissen, wie es um Ihr Einkommen und die Firma steht. Das stimmt. Wir Schweden sind wahrscheinlich die einzigen Idioten in der Welt, die glauben, das Einkommen ihrer Bürger veröffentlichen zu müssen. Was verdienen Sie eigentlich? Schauen Sie nach. Wie wollen Sie Ihren Kaffee? Ich habe die ganze Palette. Latte, Espresso, schwedischer Kaffee, Cappuccino. Dürfen wir bitte Ihren Autoschlüssel haben? Danke. Du hast gut reden. Du bist ja fein raus. Wir müssen zusammenhalten. Bleib ganz ruhig. Dann können Sie uns gar nichts. Hm.
Ich habe euch gehört. Dich und Robert. Warum hast du dich gegen die DNA-Probe gewehrt? Weil ich die Genehmigung des Staatsanwalts abwarten will. Warum denn? Weil das mein gutes Bürgerrecht ist. Warum warst du immer so nett zu mir? All die teuren Geschenke, Schmuck, Kleider und der Führerschein, mein erstes Auto, warum? Naja, Schenken macht mir Freude und du bist meine einzige Nichte. Außerdem bist du eine kluge, hübsche, sympathische Oder Frau. Oder vielleicht, weil du ein sauschlechtes Gewissen hast. Ein schlechtes Gewissen? Warum? Weil du vielleicht doch mein... Emma. Was habt ihr in Roskilde gemacht? Zwischen all den Hippies in dem Zelt, sag schon. Ich kenn doch den ganzen Scheiß. Ihr habt doch alles ausprobiert. Warum nicht auch das? Emma, du glaubst doch nicht, dass ich und Elin, dass wir... Warum hast du nie geheiratet? Warum kriegst du erst jetzt ein Kind? Mein Gott, was soll ich dazu sagen? Es gibt so viele attraktive Frauen. Weich mir nicht aus, sag die Wahrheit. Ich will wissen, warum. Emma, ich bin nicht dein Papa. Wer ist es dann? Habt ihr schon was zur Firma? Ja. Ich habe da die Einkommen aus der Einkommensliste. Die guten Zeiten sind vorbei. Lasse Vinava hatte in den letzten Jahren ständig weniger Einkommen. Mit der Firma geht's kontinuierlich bergab. Also die exportieren seit 91 Holzhäuser in die baltischen Länder und hatten am Anfang zweistellige Zuwachsraten. Aber seit der Jahrtausendwende geht der Export kontinuierlich zurück und seit der Krise so gut wie auf null. Das heißt, wenn jetzt Erbansprüche geltend gemacht würden? Aus die Maus. Also eigentlich wird Gotland Holz nur noch durch Aktienausschüttungen am Leben gehalten. Sagurna-Werke. Gotland Holz hält gut 20% der Firma. Sagurna-Werke, wofür steht das eigentlich? Maschinenbau, es ist eine deutsche Firma. Standort Stuttgart, aber denen geht's super. Ziemlich viel. Gibt's noch mehr Aktienpakete? Nur Voranteile mit Ausschüttungen gleich null. Aber was sonderbar ist, trotz der angespannten finanziellen Situation sind monatlich immer am 1. auf ein Konto in Stockholm erkleckliche Summen gegangen. 20.000 Kronen, jeden Monat. Dazu Abbuchungen für die Miete dieser Stockholmer Wohnung. Es gibt auch Summen, extra Zuwendungen. Und zuletzt eine Rechnung der Caroline-Klinik. Eine Entzugsklinik, ein privates Unternehmen. Das ist alles Elins Apanage. Ja. Sie hat in den letzten Monaten fast 100.000 Kronen extra gekostet. Sie bezahlen, obwohl sie es sich kaum leisten können, damit sie stillhält. Wir müssen in Elins Wohnung in Stockholm. Entschuldigung, wir haben jetzt die Genehmigung vom Staatsanwalt. Der Kinderarzt würde jetzt sagen, mach mal A. Dann machen Sie mal A. Dankeschön. Sie muss ich dann auch bitten. Emma, das ist die Genehmigung für den DNA-Abgleich. Das brauche ich nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist Gewissheit. Wie geht das? Einfach ein bisschen Speichel drauf. Dankeschön. Ja, Eva? Hallo, Robert. Ich habe jetzt die Ergebnisse von den ersten Untersuchungen. Elin starb an einer Überdosis Alkohol in Kombination mit Schlaftabletten und Beta-Blockern. Und was auffällig ist, an Elins Händen sind keinerlei Spuren von Schlaftabletten oder Beta-Blockern. Nichts. Welche Medikamente sind normalerweise in einem Arztkoffer vorhanden? Beta-Blocker. Beta-Blocker hat der Alte ja auch genommen. Wir haben auch Baldrian gefunden. Ja, sie hat gestern Baldrian-Tee getrunken. Hast du gesehen, ob sie die Tropfen in den Tee gegeben hat? Tropfen? Wieso Tropfen? Sie hat Teebeutel benutzt.
Aber der Rest in der Teetasse war eindeutig Baldrian in Tropfenform. Auf der Basis von hochkonzentriertem Alkohol. Da könnte ja Folgendes passiert sein. Elin ist wirklich trocken und will es bleiben. Und trinkt zur Beruhigung Baldrian-Tee. Dann tut ihr jemand die Tropfen in die Tasse. Sie verliert die Beherrschung, wird rückfällig und vergreift sich an der offenen Ginflasche, die rumsteht. In diese Ginflasche hat jemand Schlaftabletten und Bitterblocker gemischt. Ich schau mal, ob ich die Tropfen finden kann. Unsere Medikamente sind dort in einer blauen Schachtel. Bitte. Sie werden meine Fingerabdrücke auf dem Fläschchen finden. Ein paar Tropfen Baldrian habe ich gestern selber genommen. Beta-Blocke finden Sie im Raum meines Mannes. Schlaftabletten ebenso. Vielleicht hat ja Elin. Die Flasche habe ich. Und dann habe ich die Todesursache des ersten Toten. Er wurde erstickt. Mit dem Kissen. Allerdings wäre er sowieso ein paar Minuten später am Herzinfarkt gestorben. Gunnar Vinave wurde erstickt. Ihr habt Fussel von dem Kissen in seiner Lunge gefunden. Ja. Was ist mit den Make-up-Spuren auf dem Kissen? Sie sind definitiv von Gunnar. Ja, das passt. Eva, ruft den Staatsanwalt an. Wir brauchen die Aufhebung der Schweigepflicht für Elins Psychiaterin und für den Anwalt von Gunnar Vinave. Wir brechen unsere Zelte jetzt ab. Schicken Boot her. Ja, das mache ich. Wollen Sie mir nicht etwas sagen? Ja. Ich habe meinen Mann geliebt. Inniglich. Wir haben Abdrücke von Ihrem Mann auf dem Kissen gefunden. Gunnar genierte sich wegen seiner roten Nase. Er hat sie mit Make-up abgedeckt. Warum erleichtern Sie Ihr Gewissen nicht? Ich merke doch, wie schwer es Ihnen fällt, Emma leiden zu sehen. Was musste Ihre Mutter in dieser Zeit sehen? So ein Mist. Aber die Geschichte ist Wir müssen jetzt anfangen. Natürlich. Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt um Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns sehr, dass unser Militärmuseum an diesem Tag um ein Ausstellungsstück bereichert wird. Es handelt sich um ein Geschenk in Form einer Waffe von Herrn... Wie war der Name? Sagurna. Sagurna aus Deutschland. Bitte schön. Danke. Das auch noch. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass die glücklichste Zeit für das Leben ist. Zumindest glaube ich das. Entschuldigung, sind Sie Deutscher? Ja. Niklas Anders. Hallo, Bürger Sagurna. Mein Vater ist Deutsch und wir leben auf der Insel. Ach, das ist schön. Tschüss, Oma. Emma. Tu uns das nicht an, Emma, bitte. Lass nicht Elin alles verderben. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden. Ich brauche Zeit. Halt die Ohren steif. Es ihr sagen müssen. Kann ich mal Ihren Arztkoffer sehen?
Zur Grundausstattung gehören doch Beta-Blocker. Können Sie mir die bitte mal zeigen? Die habe ich selber genommen. War alles ziemlich anstrengend, selbst für mich. Zuerst habe ich mit meiner Schwester geschlafen, dann habe ich meinen Vater umgebracht. Die Beta-Blocker hätte sich jeder aus dem Koffer nehmen können. Emma auch. Zur Arbeit in die Klinik und nach Hause. Ansonsten müssen Sie jederzeit erreichbar bleiben. Glauben Sie vielleicht, ich würde jetzt abhauen, wo meine Frau jederzeit das Kind bekommen kann? Komm, steig ein. Nein, ich bin jetzt lieber allein. Es ist schon schwer, einen Patienten durch Selbstmord zu verlieren, aber Mord? Ich hoffe wirklich, dass ich Ihnen weiterhelfen kann. Wie haben Sie Elin erlebt, als Patientin? Tja, sie war ein komplizierter Fall mit einem sehr extremen Suchtpotenzial. Und dass sie ihr Kind weggegeben hat, hat sie immer mehr belastet, je älter sie wurde. Dazu die faktische Entmündigung. Wie bitte? Wussten Sie das nicht? Na, während einer Heroinphase hat die Familie sie für geschäftsunfähig erklären lassen. Also das kommt häufig vor. Es ist oft der einzige Weg für die Familie, sich zu schützen. Und was für Folgen hat die Geschäftsunfähigkeit? Tja, finanziell gesehen keine. Sie war ja gut abgesichert. Aber dadurch war sie von der Familie abhängig, mit der sie eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte. Weil sie ihr nicht gut tat. Die Familie hatte sie also fest im Griff. Trotzdem ging es langsam aufwärts. Wir hatten einen sogenannten Etappenplan, den wir verfolgten. Es sollten auch irgendwann Gespräche mit der Familie stattfinden. Aber nicht jetzt schon, zur ersten Hochzeit. Nein, so weit war sie noch nicht. Aber letzten Donnerstag... Das war also 2 Tage vor dem Fest. Ja, da rief sie mich abends von ihrer Wohnung aus an. Sie war einfach gegangen und hat damit die Therapie abgebrochen. Wir schließen hier Therapieverträge mit den Patienten. Sie müssen sich an die Regeln halten. Und wissen Sie, was der Auslöser war für diese Entscheidung? Keine Ahnung. Sie war einfach verschwunden. Und wütend, so wütend, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Sie sagte, das ist alles so abscheulich, eine solche Schweinerei, das geht alles noch viel tiefer. Darf ich den Zettel behalten? Ich mache Ihnen eine Kopie. Ja, das nimmt einen richtig mit. Es gab etwas in ihr,
das tobte und zerstörte. Könnten Sie auch Elins Sachen mitnehmen? Ja, ja, klar. Es gibt Bilder, die sie gemalt hat und Sachen, die sie in der Beschäftigungstherapie gemacht hat. Entschuldigung, könnte ich Sie kurz sprechen? Ich hätte da etwas, was Ihnen vielleicht hilft. Allerdings habe ich etwas getan, was ich nicht hätte tun dürfen. Ich habe gegen die Vorschriften verstoßen. Inwiefern? Ich habe jemanden reingeschmuggelt. Wen? Es war ein Mann. Er hat sich nicht vorgestellt. Er sagte nur, dass er Elin sprechen müsse. Es sei wichtig. Wie sah er aus? Er war circa 40 Jahre alt. Klein, blondes, lichtes Haar. Und er sprach Englisch mit deutschem Akzent. Glauben Sie, das könnte der Mörder gewesen sein? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe gesehen, wie sie im Park spazieren war. Elin war furchtbar aufgeregt. Sie hat auch geweint. Er hat sie in den Arm genommen, ganz lange, und hat sie getröstet. Und dann haben sie geredet und geredet, ganz lange. Sie wirkten fast wie ein Paar. Dabei kannte sie ihn vorher nicht. Das konnte ich an der Begrüßung sehen. Aha. Und als ich am nächsten Tag zum Dienst kam, also Freitag, da war sie verschwunden. Und dann hörte ich, sie wurde ermordet. Da habe ich mir natürlich Vorwürfe gemacht. Danke, das war ein sehr wertvoller Hinweis. Also, falls Ihnen noch was einfällt, dann rufen Sie mich an, ja? Danke. Wiedersehen.